So, und damit willkommen zurück zu einer weiteren morgendlichen Ausgabe von Echelon Book One. Ja, wir sind immer noch im sogenannten Tower, denn wir sind auf der Suche nach Aeroboss. Jetzt schauen wir mal, wie der wirklich heißt. Genau, mein sterbender Bruder. Den haben wir leider ans Kreuz genagelt, gefesselt gesehen und mussten ihn alle machen. Aber wir haben uns gerecht. Genau, Aerobor ist dran. Ne, Wizard named Aerobor. Interessanter Name. Ja, das machen wir hier. Wir sind jetzt im Turm, ja, und haben schon einige, sagen wir, Rätselchen gelöst. Wir haben auch so einen komischen Lehrling, so einen Harry Potter-Verschnitt haben wir gesehen. Ach, das Moment, das war's? Ach, das ist ein Level 2. Okay, ich dachte, jetzt kommt der ganz krasse Schizzle-Manizzle, aber offensichtlich. Obwohl, vielleicht kommt das jetzt erst. Ne? Die ganzen Äuglein verraten ja schon einiges. Interessant. Buch heißt Echelon. Buch heißt. Spiel heißt. Ein Teleporter. Oh, bitte, bitte sei keine Teleportationsgeschichte wie. Genau, verdammt. Also da hatten wir nur eine Möglichkeit auf der Seite. Jetzt kommt so eine Teleporter-Geschichte. Die dürfen wir uns jetzt schön einprägen. Oh Mann. Das war schon mal falsch. Okay. Einmal, zweimal. So, die erste Wahl ist rechts. Ach Gottchen. Moment, das schreibe ich mir vielleicht mal. Verdammt. Lampe nicht eingesteckt. Jetzt ist es ziemlich düster. Ja, dann machen wir Trick 17. Moment. So, wir haben Stift und Papier. Oder Stiftus und Papyrus, wie es auf Latein heißt. Und jetzt wollen wir mal sehen. Also, der erste war. Der war rechts. So, jetzt müssen wir entscheiden, wo gehen wir dann hin? Oben. Ja gut, das war im Nordosten. Egal. Ja, dann nehmen wir lieber mal rechts. So, jetzt gehen wir nach oben, unten, links, unten. Gehen wir nach unten. Ja, unten wäre möglich. oh Mann. Unten, jetzt oben. Oben falsch. Können wir dann gleich den Trick nochmal. So. So, das ist rechts. Dann haben wir gesagt unten. Und dann gehen wir unten und rechts. Oh. Okay, und dafür habe ich jetzt Stift und Papier. Naja. Na gut. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen. Ach, da ist er ja schon. Der Chef. Aerobor. Bleib stehen, du Lump. This acolyte is deep in thought and completely ignores you. So, so. Das sind die Akolyten, die mich hier ignorieren. Ja, die. Also ich weiß nicht, ob ich hier was mitgehen lassen darf. Moment, wir haben. Einen Moment, einen Moment bitte. Wir haben doch ein Buch gelesen. Genau, wir haben Hide in Shadows, haben wir wieder. Sind wir jetzt im Shadow gehidet? Er sieht uns. Er kann uns nicht sehen, oder? Ja, die Antwort war. Rechts, unten, rechts. Toll. This door is locked. Yes, wir haben Lockpicks. Shadowmurk Acolyte has heard a crime being committed. Oh, 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 oh. Hier sollten wir vielleicht nicht negativ auffallen. Aber wenn sie das nur hören, interessiert das, glaube ich, keine Sau, oder? Oh, das brauchen wir. Haben Grüß. Hat dein Akolyte gehört. Akolyte. Akolyt gehört, wie etwas aus einem Raum, aus einer Truhe entwendet wurde. So, wir machen das Licht aus. Ja, wir schauen mal. Oh, vielleicht ist da eine Falle, wenn es gleich in die Ohren fliegt. Was heißt das denn, wenn die... A crime being committed. Aber nicht, dass es dann so ist wie mit Bordertown. Oh. Kenn ich schon.
Beni und der Dragon. Von mir aus 80 Mark bringen. Seid ihr irgendwie aggro oder so? Nee. Vor allem, eigentlich müsste ich doch jetzt hier Hide and Shadows haben. Warum? Na gut, was das angeht, ich glaube, da muss man jetzt nicht nochmal großartig drüber diskutieren. Das ist irgendwie eigenartig. Wieso das nicht funktioniert, man weiß es nicht. Achso, vielleicht mal Licht an. Auch irgendwie angenehm, ne? Jetzt dieses gelbliche Licht. Irgendwie angenehmer als, als dieses komische rote. Rot, nix gut. Äpfel und Leckel. Futter. Könnte man mitnehmen. Vor allem hier Dried Meat, Bread. Ne, die geben nicht so viel, ne? Obwohl Dried Meat vielleicht schon. Ein paar Trefferpünktchen könnten es sein. Aber... Na komm, wir haben Survival, wir können halbwegs ordentlich rasten. Frag mich, ob da noch... Halt, Survival war ja auch, glaube ich, Disease Resistance, ne? Irgendwie sowas. Also habe ich die Liste wieder nicht da. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie man diese Zaubertränke nochmal braut. Okay, jetzt werden unsere Schlossknacker-Fertigkeiten tatsächlich nochmal auf die Probe gestellt. Acid, sehr schön. Hidden Dangers and Treasures. Oh, ist der vielleicht Skullduggery. This book is a rogue's field guide to the art of spotting hidden objects. Oh, oh, bitte gib mir Hitting Spotten, wie auch immer das heißt. In your surroundings. It discusses what features to look for, popular hiding locations for traps and treasure, and techniques for investigating loose stones or suspicious flooring. By the end of the book, you clearly have an approved ability to spot hidden features in your surrounding. Ja, also ein Büchlein zum Dinge entdecken, Verborgenes, wo man nachmal schauen muss. Ja, bestimmte, ja, beliebte Versteckmöglichkeiten für Fallen und Schätze. Und Techniken zum, ja, um lose Steine aufzudecken oder, ja, merkwürdig, ja, suspicious flooring, merkwürdige, ja, Bodengeschichten zum Beispiel. Zwei Level, sehr, sehr schön. Jetzt haben wir Grundlevel ist jetzt 6, plus die 2, das sind wir auf 12, oder kommen wir auf 12. Das ist natürlich nicht schlecht. Vielleicht soll ich das auch nutzen, ehrlich gesagt, aber... Ja. Oh, oh, jetzt habe ich ein Problem. Och, nicht doch. Das ist vom anderen... Ja, ich habe auch eine Fackel an, ich Schwachkopf. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Ich wünsche, man könnte die einsperren jetzt hier in den Räumchen. Oh, da ist er. Silent. Soll ich das wirklich machen? Ich hab die falschen Stückchen an, ne? Egal. Was ist denn los? Achso. Och, Idiot. Idiot. Wir haben die guten. Wir haben die guten Schuhe an. Ja, dann machen wir das doch. Dann machen wir gar nicht lange rum. Ja, vielleicht doch. So, jetzt sind wir ran. Oder haut aber rein. No damage. Concealed Darkness. Es gab Erfahrungspunkte. Und der Rest hat nichts gemerkt. Hat mir richtig aufs Maul gehauen. Ist mit einem 23-Punkte-Schlag, hat einen Löffel abgegeben. Ist das nicht krass? Ah, Damage Roll 17 plus 6. Ja, also wird diese plus 6 immer oben drauf gerechnet. Habe ich das vorher nie gesehen? Bin ich völlig fertig mit der Welt? Naja. Ist hier alles in Ordnung? Ne? Ja, alles supi, ne? Ja, läuft. Mann. Ist ja gut zu wissen. Wer uns bemerkt, der muss leider sterben. Jetzt hört vielleicht nur jemand was. Das interessiert aber niemanden. Machen wir das Licht aus hier. Was soll das denn? Leuchtet es vom anderen Raum? Kann ich durch die Wand? Natürlich nicht. Hier ist die Ace Guns. Durch die Wand. Ich glaube nicht.
Ja, gehen wir auf Nummer sicher. Ich meine, wir haben schon genug gemordet hier drin. Aber sind sie selber schuld? Was müssen uns hier auch nerven? Moment. Klack. So. Noch jemand ohne Fahrschein? Gut. Können wir mit den Leuten reden? Hoffentlich war das nicht einer von denen, mit dem man hätte reden sollen, aber ich glaube, jeder, der Akolyte heißt, erinnert ja so ein bisschen an Nox. Da war das ja auch so mit diesem komischen Blabla College, wo sie einem dann Feuerbälle ins Hirn geschmissen haben. Der einst auf schwer gespielt und dann gab es die Feuerbälle und das war nicht so gut. Da habe ich nämlich keinen Bock mehr gehabt, weil dann haben die mich mal schon umgeboxt die ganze Zeit. Elemental Studies, klingt schon mal verlockend. Kann ich das nehmen oder darf ich das nehmen oder nicht? Sag jetzt. Ja, darf ich, okay. Ja, dann sagen wir mal, es ist unknown. Was ist denn dieses unknown? Manobauschen kennen wir, aber das hier kennen wir nicht. Wir versuchen es mal mit Stufe 4. Ja, warum nicht? Ja, ist gut. Deswegen also nicht, ich verstehe. Oh, Scroll of Invisibility ist 900 Mark wert. Könnten wir uns beibringen, aber ist wahrscheinlich Stufe das allerletzte, oder? Oh, at least level 20 to be able to read this elemental scroll. Okay. Ich habe auch gesehen, dass die, was die Tränke angeht, da ist anscheinend Invisibility 3 ist so das krasseste, was man zaubern, Quatsch, was man mixen kann. Soll heißen, schwer zu zaubern. Aber hey, das Ding ist 900 Mark wert. Divinational Studies. Oh, das ist genau für uns. Und trotzdem redet keiner mit uns. Ja, die Akolyten sind alles ein bisschen abwesend geistig. Divinational Studies. Ah, okay. Hier gibt es wieder die Doten. Da gab es die unten nicht schon. Und die wollen mitspielen gleich. Ich nehme das mal, ja? Vielleicht auch nicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, jetzt haben sie beide ein Problem mit mir. Ach, da muss ich ja gar nicht Bless zaubern. Oh, jetzt wird's kritisch. 7 Trefferpunkte, wenn ich jetzt nicht treffe, bin ich tot. Ja, den Rest interessiert's nicht. Dann, ja, hat das auch nie stattgefunden, würde ich sagen, oder? Wenn ein Akolyte fällt und niemand ist da, dann ist er ja nicht wirklich umgekippt, oder? Er wurde nicht wirklich tot geschlagen. Ich finde auch. Oh, wieder ein Buch. Das könnte was Gutes sein. Aber jetzt habe ich leider die Mana nicht mehr. Wir können ja mal schauen, ob wir... Das braucht wie viel? Ja, 4. Reicht denn sowas? Wieso kenne ich denn... Ich versuche es mal mit Level 2. Huch. Reicht nicht. Ist doch ein schlechter Witz, oder? Das ist ja jetzt wirklich irgendwie ein bisschen albern, muss ich sagen. Aber okay. Ich hätte ja wohl hier doch nicht angegriffen werden, oder? Zack, sofort tot. Warte ich zumindest mal, bis die Lebensenergie wieder voll da ist. Warte ich bloß auch mal in den komischen Knochenraum da links hinein. In der Zwischenzeit kann sich die Mana-Geschichte mal so ein bisschen ausruhen. Gut, dann versuchen wir es mal mit Level 4. Das würde wohl reichen, oder? Magica Divine kennen wir schon. Und das ist... Wieso habe ich nicht aufeinander gebeamt, du Horst? Ektoplasma, sehr, sehr gut. Das brauchen wir für magische Verzauberungen. Imbuing your equipment. Ektoplasma und Mercury, Ektoplasma und Spider Silk. To increase the protection of armor, to increase the armor penetrating ability of a weapon, use Ektoplasma and Mercury. To increase the damage of a weapon, use Ektoplasma and Serpent Venom. Was haben wir mittlerweile für Skills? 5. Ibnubu, genau, 5 haben wir. Wir haben aber 2 Ringe. Macht an sich schon mal 11. 11 und. Ja, 15. Moment. 10 haben wir.
Was rede ich denn von 11? Bin ich völlig verblödet. Und wieso habe ich mein Amulett nicht mehr an? Achso, weil ich rumgestehlort habe. Aber okay. Ach ja, da gibt's noch mehr. Das können wir auch mal testen. Was ist das? Ich versuche es mal mit Stufe 3. Scroll of Smite. Ja, das kenne ich noch. Das ist ja Hammer. Das ist ja der Hammer, der die Gegner dann niederschmettert. Wie war das? Thou art a Smite Meister. Was ist das? Woher kommt das? Bitte in die Kommentare. Ja, wir stehen einfach mal von den Toten. Was soll schon schief gehen? Was soll schon passieren? Es ist alles machbar. Oh, Leatherskin. Kennen wir aber schon. Wo das ihn gekauft hat, der einst. Iron Bracers. 180 Mark wert. Gekauft. Das ist natürlich ein Witz, weil wir stehlen. Ja, ist ganz gut. Leatherskin, ja. Ich denke mal, das hat uns auf jeden Fall geholfen. Und vor allem, es wird uns auch weiterhin von Nutzen. Die geben 75 Erfahrungspunkte und sind mit einem Schlag tot. Und wenn wir den Kampf eröffnen, haben wir sofort gewonnen. Es heißt doch, man muss sich beweisen, um irgendwann zum Chef vorgelassen zu werden. War das nicht so? Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass Teil dieser Geschichte hier ist, dass man den Hammer erstmal aus der Hand nimmt, bevor man sich segnet und dann den Hammer schwingt. Das ist nicht so gut. Zum Beispiel auf Leute, die sich da nicht so wirklich davor wehren. Man nehme jetzt einfach mal an. Man hätte ein Problem damit, dass sich irgendwelche Akolyten hier festzecken in irgendeinem sogenannten, ja, Türmchen, um hier in Sicherheit vor sich hin zu brüten, während die Welt zugrunde geht. Dann haben doch eigentlich die Akolyten ihre Daseinsberechtigung auch verloren. 75 Erfahrungspunkte für jeden Wicht, der hier rumlatscht. Das ist ja quasi ein gefundenes Fressen. Da wäre ich ja schön blöd, dass ich nutzen würde. So, erstmal die aufeinander. Mana Potion 2, 2, 2. Wähle 2, 2, 2 auf dem Telefon. So. Smite und Ditte hier. Ja, wird langsam ein bisschen voll, habe ich das Gefühl. Ja. Moment, was nochmal? Acid und Acid Ambergris ist einer von den anderen, von den guten. Habe ich denn? Ich habe voll Energie, das ist natürlich schlecht. Verdammt, ich habe voll Energie. Ja, aber die Idee werde ich mal in die Tat umsetzen. Denn irgendwie finde ich Gefallen daran, die Leute einfach mal, naja, komm, was geht beim Namen? Schweinhund, nicht getroffen. Jetzt bin ich dran. Und die raffen das halt alle überhaupt nicht. Ja, dann sind sie selber schuld. Da gibt's den Hammer. So. Leckere Erfahrungspunkte. Und wir haben ja wirklich überhaupt keine Sympathien für diese Kollegen, die hier rumlaufen. Was soll mich die interessieren? Elemental Studies. Ja. Ah, steht schon wieder so einer. Hier waren die Divination Studies. Da haben wir ja versehentlich beide getötet. Na, so läuft's halt. Guten Tag, ich habe eine Frage, und zwar, wie ist das, wenn ich mich... Ach so. Eigentlich kann ich das auch gleich richtig... Egal. So, halt mal den Hammer. Tja, wenn er sich wegdreht, selber schuld. Idiot. Ja, für die Zukunft weiß er Bescheid. Nicht mehr einfach so sich wegdrehen. Was ist jetzt schon wieder? Oh oh. Proving Chamber, enter at own risk. Vielleicht sollten wir abwarten, bis das Mana wieder da ist. Mehr sehe ich auf der Karte auch nicht. Das sind nur die kleinen Räumchen. Ja, also bevor ich da reingehe, möchte ich auf jeden Fall erstmal
Oh, was sieht mein müdes Glasauge? 49.587 von 50.000 Erfahrungspunkten. Also was auch immer sich hier drin jetzt an Beweisen und so weiter, ne? Ich glaube... Ach Gottchen. Haben wir den Detox? Nein, haben wir nicht. Wir haben 31 Pfeile. Wir könnten also hier... Light Arrow. Ich würde sagen... Ist ziemlich düster. Ist ziemlich hell im Zentrum. So, die kann ich mal spaßhalber... Was brauche ich da? Stufe 2 reicht da, ne? Das machen wir mal ganz kurz. Lore, Level 2. Zaubern. Dann eben nicht. Dann machen wir es eben auf Level 3. Genau, und Level 4. Ja, mittlerweile... Das ist jetzt natürlich ungünstig. Fast schon eher eine Geldquelle mittlerweile. Aber gut. Ach hier, Unknown. Wir versuchen es trotzdem auf 3. Nee, natürlich nicht. Damit haben wir wieder mal die Bestätigung. 4. Einfach nur, dass wir wieder ein bisschen Platz schaffen. Ah, jetzt kann ich schon wieder ein Nickerchen machen. Von mir aus. Achso. Kann ich doch nicht. Ja, die Zeit haben wir aber. Ich muss auf jeden Fall einen Cure Poison finden. Ich hoffe mal, dass ich da mit meinem... Was haben wir? 11 Divination mit den Latschen. Das sollte ja eigentlich ausreichen. Dass wir damit gut genug sind. Halt, ich wollte ja das Amulett mal ausziehen und das Gute anziehen. So, Chance zu treffen ist jetzt auf 12. Ach, oh. Zweimal Gift. Einmal Galle. Das heißt, die sind recht langsam. Der wird schnell sein. Dann werden wir uns mal um ihn herumschlängeln, sozusagen. Kassieren vielleicht eine, aber das ist in Ordnung. So, aufmachen. Erste Runde, zweite Runde. Läuft. Dann. Kommando. Achso. Kommando zurück. Zurück. Handschuhe für mehr Panzerung. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich speichere es trotzdem nochmal ab, weil ich so voller Furcht bin. Bless. Auf höchster Stufe. Hammer weg. Haben wir mehr von, wenn wir überleben. Ja, wenn ich das zaubern kann. Zack. Wie sieht's aus? 29er Panzerung. Sehr gut. Und die Chance zu treffen? 29. Mhm. Natürlich. Die Tür wäre zu. So. Den lassen wir rankommen und werden dann die Position übernehmen. Das war mir klar. Ich sehe nichts. Target partially concealed und trotzdem getroffen. Hervorragend. Aber... Ach nee, Quatsch. Ich kann ja die Fackel dazu anmachen. Ja, ist doch, weiß doch jeder. Allerdings werde ich jetzt wahrscheinlich gleich vergiftet, aber das sitzen wir aus. 26, 16... Moment, beißt er dem in den Hintern? Noximander attacks Raptor. What? Wie sind die denn drauf? Auf. Ich weiß ein Stück. So. Jetzt versuchen wir das, was wir... Wie bitte? Wie soll das schießen? 12 Pfeile haben wir davon. Ja, das reicht auf jeden Fall. Die sind schön langsam. Das gefällt mir. Ach ja. Ach ja. Das war ja, erschreckend einfach. Proving Ground. Na gut. Das soll sich ja nur beweisen. Das ist ja nicht ein richtiges Abenteuer. Das ist ja eher so eine Art von betreutem Abenteuern. Lebensenergie. Sehr gut. Ist wenig. Sonst freut man sich drüber nicht. Ja, wenn man dann die richtigen Ringe anzieht, so wie hier zum Beispiel, dann kann man auch tatsächlich alchemieren. Wie man gerade lustig ist. So, wir haben Alchemie auf Level 10, das ist gut. Acid. Ich glaube, Ambergris und Acid war es, ne? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, ich habe die Liste wieder nicht da. Selber schuld. Hervorragend. Einfach mal so aus dem Gedächtnis. Ist das nicht schlecht?
So, wir essen es einfach mal, weil wir brauchen Platz. Langsam wird es hier nämlich eng. Platztechnisch. Boah, wie sieht es aber da aus wie bei Kraut und Rüben? Das muss aber allerdings weg. Macht aber nichts. Was ist das hier? Noch mehr Magie? Vielleicht. Ektoplasma. Wie war das noch? Journal Entry. Was ist das hier? Journal Entry, what? Genau. Increase the damage of a weapon. Ich habe mich überlegt, dieser komische Hugh Longbow, den könnten wir ja spaßhalber mal so ein bisschen noch besser machen. Wobei wir eigentlich nicht auf Bogen gehen. Oder eine fette Rüstung. Hier den Helm zum... Obwohl, jetzt haben wir den hier. Warum? Fette Rüstung. Ach ja, plus 5 to hit, plus 2 to damage. Das ist natürlich super. Ja, das ist die Frage. Was machen wir da? Und kann man sowas noch einmal... Stürmt. Noch einmal, Freunde. Plus 1 to hit. Das können wir mal testen. Ich hoffe mal... Ich speichere das mal ab. Weil das wäre... Das wäre ein ganz schön herber Verlust. Ja, da bin ich jetzt mal safe. Technisch ein bisschen feige. Was muss ich machen? Increase the damage? Vielleicht kann man sowohl das eine als auch das andere? Oder geht das doppelt? Das weiß ich nicht. Machen wir nochmal Armor. Halt, haben wir Mercury? Ich habe doch weder das eine noch das andere. Was rede ich denn für einen... Für einen Müll schon wieder? Ich brauche nämlich Serpent Venom. Habe ich nicht. Mercury habe ich nicht. Spider Silica hätte ich, aber... Dafür möchte ich mein Ektoplasma echt nicht aufwenden, oder? Dann wäre das wahrscheinlich eine Plus-6er-Rüstung. Oder das hier könnte man dann vielleicht noch besser panzern. Hat man ja schon mal gesehen. Es gibt einen Survivalist Cloak Plus-1. Oder Plus-2 vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. So, die können wir... Ne, lassen wir einfach mal da, wo sie, wie sie sind. Und wo sie sind. So, wir haben uns ge... Okay. Das war Level 2. Hero-Boss, wir kommen. Wie viel Level mag es wohl geben? Oder sind wir da? Oh, da ist ein Kollege in rotem Kittel und er ist nicht aggro. Das ist hervorragend. Ist jetzt ein richtiger Arzt? Nee. Before you sits a crystal ball, an ancient tool of the mystics. Used for seeing into the past and the future. When you peer into it, all you see is a swirling cloudy mist. It fills you with a sense of dread until you look away. Aha. Also man kann den Kristallball sehen, ein altes Werkzeug der Mystiker, wo man in die Vergangenheit und die Zukunft schauen kann. Und als ich reinschaue, sehe ich nur, ja, Nebel, wirbelnden Nebel. Interessant. Genug davon. Wir reden mal mit dem Guten. Was soll das? Mit dem Guten? Gib ihm ein Küsschen. Dem Guten. Das ist er. Soll man ja auch bestehlen. Das geht bestimmt aufs Maul. Oh Mann. Egal, versuchen's. You see a very tall and slender mage dressed in a red robe. Ja. Alter, dünner Mann in roter Robe. Welcome, Bunker. Please approach. I'm honored to have finally met you. I am Erobor. The person... Pardon. With whom you've come to see. What? The person with whom you've come to see. Der ist aber sehr verwirrt, der alte Mann. I'm glad that Shadowbrook wasn't an overwhelming challenge for you. Though I didn't think it would be. Ja, das hoffe ich doch. Please tell me why you have come all this way. Ja, er hat mich wohl erwartet. Ja, es ist eine Ehre, mich endlich zu treffen. Er ist Erobor. Die Person, mit dem ich hätte gesehen kommen und so. Ja. Und er ist froh, dass Shadowmark keine Herausforderung war. Hat er noch nicht erwartet. Warum bin ich gekommen? Erobor, I've come here to tell you that Shadowmark is in danger. Erobor, what can you tell me about this war? Erstmal, was geht dir ab? Weil das müssen wir eigentlich sagen. Wir fragen mal aus dem Griechisch. It's a complicated matter, really. You see, the Chancellor of Thermor has been bewitched, wissen wir. He is under a powerful spell set by the goblin Shaman Gramuk. Gramuk has fooled the Chancellor into thinking that the Orko would have taken the Crux of Ages. But it is the goblins who have stolen the gem and subsequently lost it. Now the goblins are looking for it once again, and the Commonwealth guards have been sent far away to fight the Orko. Ja, alles, was wir schon wissen. Kanzler
wurde verhext und jetzt jagt er die Orakur und angeblich haben aber doch tatsächlich die Goblins. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe da so eine Vermutung. Ich habe da eine Vermutung, dass nicht nur der hier angegriffen wird, sondern er wird quasi mental angegriffen, der Turm. Und ich schätze mal, bei den ganzen Kaputten da unten. Vielleicht wird der gerade schon angegriffen. Oder ich sehe hier etwas, das nicht wahr ist. Vielleicht ist das nur eine Illusion. Ah, what are these, Orakur? Also bitte. I know very little about them, actually. I do know that they exist, but I doubt they are a threat to anyone. Gramuk has planted this idea in the Chancellor's mind that the Orakur is responsible for the theft of the Crux. Because so little is known about the Orakur, it was easy for the people of Theramore to rally behind the false accusation, even when no evidence supports it. To the common person, the Orakur represents all that is dark and sinister. People fear what they do not know, rightfully so. And so the mystery of the Orakur appears to be a far greater threat than the ongoing goblin scourge. And so the mystery of the Orakur appears to be a far greater threat. Okay, also it appears like as if. Bla bla bla, kennen wir schon alles. Gramuk hat die Idee in des Kanzlers Gehirn gepflanzt, dass sie die Verantwortlichen sind, diese Orakur. Man weiß aber nicht viel über die und angeblich, ja, was man nicht kennt, das fürchtet man. Ist ja auch richtig so, denn was fremd ist, ist ja fremd. Da wäre ich ja ziemlich blöde, wenn ich etwas blind vertrauen würde oder davon ausgehen gehe, dass es gute Absichten hätte. Erstmal vorsichtig, ne? So wie Ithidus oder er will ja nur spielen oder ist sie giftig? Sind halt sowas, was man gerne dann auf die Grabsteine schreibt. Erodor paces around his study, occasionally glancing into the crystal ball in the center of the room. Aha. Schaut immer wieder in den Kristallball. Wer bekommt er dort nicht seine, hier wär's, Instruktionen vom Chef aus den Goblinlanden? Vielleicht. Erobor, ich bin den ganzen Weg nach... Halt, ich bin gekommen, um dir zu erzählen, dass Shadowmurk in Gefahr ist. Oh, ein Level-Up. 2000 Erfahrungspunkte. Ja, das wäre doch nicht nötig gewesen. Was hätten gereicht? 30 oder 50? Aber okay, okay, okay. Yes, yes, this I know. Goblins, they are on the move. I have seen these events unfold. Like the ancient mystics, I can view the past and the present. Though the future is harder to see. I have foreseen your arrival and have seen the goblins plotting against Shadowmurk, but the outcome of these events I cannot predict. Naja, wieder. Weiß ich. Kennst du, der hat schon alles gesehen und ihm ist alles klar. Achso. What will happen if Shadowmurk falls to the goblins? If Shadowmurk falls, so shall the rest of Theramore. Oh nein, das letzte Bollwerk. Dann fällt ganz Theramore. Shadowmurk is Theramore's last defense, sag ich doch, since the Chancellor is no longer well. He's under a wicked spell placed upon him by the goblin shaman Gramuk. Ach so, das höre ich jetzt zum ersten Mal. He believes the Orakur stole the Crux of Ages, and so he has sent his men-at-arms far away, deep underground, to chase shadows. This has left the goblins free to run amok, unchallenged. Ja, kennen wir auch schon die Geschichte. Die Garde des Kanzlers ist irgendwo in irgendwelchen Höhlen und jagt dort Schatten. Hat uns das hier sogar der Goblin gesagt? In der Höhle? Und das ist ja auch ziemlich dunkel gewesen. Das ist ein einziger Schatten. Verrückt, oder? Die Ironie. Ja, wieder hier Kanzler behext, etc. The hex that has befallen. Oh, vielleicht hat er auch keine 1000 Goldstücke. Das kann auch sein. Vielleicht geht's denn wie uns. Weil er kein Adventurer ist, hat er einfach das Geld nicht. Kann sich also nicht enthexen oder entfluchen. In dem Fall ist ein Hex. Texten lassen. Also Geld nicht. Punkt. That has befallen the Chancellor occurred because the Crux was removed from Bastion Spire. The Crux grants wisdom to those who are in its presence. Ist das so? And without that protection, the Chancellor has had his thoughts twisted upon the lies that Gramuk has fed him. Das war ungünstig. Das heißt, wir. Genau, jetzt passt nämlich der Blick unserem Kollegen perfekt. Ups. Ja, soll heißen, wir haben den Krux-Dinger gestohlen, den Edelstein. Damit ist der so ein bisschen anfällig geworden. Ja, und was hier passiert,
die ganze Vernichtung, Verwüstung ist quasi mehr oder weniger unsere Schuld, weil wir, naja, jetzt erlauben, dass der Kanzler so ein bisschen Gaga gemacht wird und Idiotenbefehle erteilt und Truppen abzieht, wo sie eigentlich Goblins zerschmettern müssten. Wobei, was heißt zerschmettern? Die müssen dann wahrscheinlich einfach nur sich ans Tor stellen und sagen, ihr kommt nicht vorbei, und dann sagen die Goblins, lauft, flieht ihr nachher. Naja, what are we to do? Sag das nicht, Erodor. Nein, ich habe nicht den Crux of Ages. Unser Bruder hat es gesagt. Halt die Klappe. What are we to do? Eine neue Aufgabe. We must see to it that the Crux of Ages is recovered and returned to Bastion Spire. Ja gut, aber der komische Vogel, der will uns nicht durchlassen. In Dragfort oder so. It is the only way to break Grummock's hold on the Chancellor's mind. Unfortunately, I can't say where the Crux is located, but I know that you are connected to it in some way. You must keep searching if you are to find it. Look for clues in your past and it may lead you to the Crux. Sehr verdächtig alles, oder? Even after you recover the Crux, returning it to Bastion Spire will not be as easy as walking it up to the front gates. Jetzt mal eine blöde Frage, wie komme ich denn überhaupt da durch das dümmliche Gebirge da im Norden? Da komme ich ja gar nicht durch, oder? Wahrscheinlich muss ich wirklich in den Süden und dann vom Goblin-Gedöns. Ach, so ein Portal nutzen vielleicht. In Vela haben wir die zurückgelassen, die Information. Die müssen wir vielleicht mal wiederholen. Das war nicht so clever. Da habe ich sie oben in eine Tonne gestopft. Why would this be such a difficult task? Habe ich schon übersetzt? Ich bin gerade in so Gedanken vertieft. Ja, wir müssen den wieder zurückholen und zum Kanzler bringen und alles wird super. Und ich soll in der Vergangenheit gucken, dass ich rausfinde, wo es denn ist. Aha. Warum sagt er mir das? Weiß er mehr als ich? Weiß er etwas von einem Serum? Weiß er etwas von Vergangenheit ausgelöscht und so? Weiß er davon? Even if they recover the Crux. Wieso eigentlich meine Vergangenheit? Was labert der mich denn hier voll mit meiner Vergangenheit? Der weiß doch überhaupt nichts davon. Ich bin irgendwie damit verbunden. Wieso geht es um meine Vergangenheit? Nee. Das ist mir ein bisschen zu heikel hier. Even if they recover the Crux, returning to Bastion Spire will not be as easy as walking it up to the front gates. Heißt also nicht entlatschen, sondern rein teleportieren, wa? Bestimmt ist der komische Gramok in der Goblinzelle mit dem verbunden. Auch immer ein Portal oder so, deswegen müssen wir wahrscheinlich erst in den Süden. Why would this be such a difficult task? This will be difficult because there is no way into Bastion Spire. All entrances and exits have been sealed off except for one. Sag ich doch. A portal. Was laber ich denn? A portal within the Goblin Citadel, which was originally used to steal the Crux. Gramuk keeps the portal secure for when the Commonwealth Guard is too weakened to challenge him, then he will invade Bastion Spire with full force. Also, Portal führt direkt nach Goblin, nicht Goblin Citadel, von Goblin Citadel in Bastion 2, in die Hauptstadt oder die Festung oder wie auch immer. Und da wartet noch ab, bis die so geschwächt sind, die Wachen, die Commonwealth-Wachen, dass er da einfach einmarschieren kann mit Full Force. Bunker, against all odds. You must go to the Goblin Citadel and use this portal to return the Crux to Bastion Spire. Okay, wir haben den Schlüssel, ist okay. Und wir haben einen Code für irgendwas. Da werden wir wahrscheinlich dann gefangen genommen, da müssen wir den Code einsetzen. Hoffentlich nehmen wir sonst die Sachen nicht weg oder so ein Schwachsinn. Das kennt man ja auch aus diesen sogenannten Fideo-Spielen. Unfortunately, you have few other options. You are a hunted man. Gramuk is using all his agents to locate you because of your involvement with the Crux. Listen carefully, for now I will tell you how to enter the Goblin Citadel. Jetzt wird spannend. Jetzt erzähl uns, wie ich da reinkomme. Und ich bin der Mann dafür. Hervorragend. Ich höre. Noch eine Quest, okay. Jetzt aber mal gut, alter Mann. There are four goblin keys needed to enter the citadel. Ich habe schon blau und gold. Sehr gut. They were placed in the ownership of four goblin warlords. Die haben wir beide totgeschlagen. Der eine hatte, glaube ich, sogar das, den Torschlüssel. And only with all four keys recovered, you can enter the citadel. Fortunately, these warlords have done a poor job protecting them. And they know of two keys that have already slipped from their possessions. Weißt du davon, dann hast du sie. I have one of these keys. Geil, mach schon mal drei. Which I will give to you now. This key was recently recovered by a ranger lord of Tanglewood and given to me to protect. It is certainly one of the reasons Gramuk wants to see Shadowmurk torn apart brick by brick. The key is in the chest next to my bed.
Ja, wir müssen 4 Schlüssel suchen. 4 Goblin-Schlüssel, um in die Zitadelle zu kommen. Wir haben bereits den goldenen, den blauen und er gibt uns jetzt den roten. Oder was? Ist ja egal. Er hat noch einen von denen. And what of the other keys? Was mit anderen Schlüsseln? I know the location of only one other key. It is with the Giants of the Timberland Clans. Okay, das ist Nummer 4. Heißt, ganz im Westen dieses Landes, da ist ja Giant Village, vielleicht da. Not long ago, a Goblin Scout Party, led by a Warlord, made the mistake of sneaking into the Giants Village. Sehr gut. They were brutally crushed, and the Giants recovered the Warlord's key. Alles klar. You must go to them and ask for it, where they are not trusting of humans. I have gained the friendship of Omar, their leader, and it was sent word that you're coming for the key, Bunker. Do what you can to earn their trust. The Giants have proved to be our greatest allies against the Goblins. Okay, also die Riesen sind offenbar Verbündete und der letzte Schlüssel war bei so einem Warlord, der einen Fehler gemacht hat, in die Riesenstadt einzuwandern und die haben sie einfach zerquetscht. Und ich soll mit denen reden. Und vielleicht können wir ein gutes Wort hier, oder beziehungsweise wir können sagen, hier, wir kennen den Chef, den Erebor, bitte mal Oma antanzen lassen. Dann holen wir den Schlüssel, alles wird gut. Und wenn wir schon mal da sind, können wir auch das mit der Oase machen, da gibt es was vom leckeren Baum. Und dann mal schauen. Ja, es wird. As for the other two keys, they are still somewhere in Thermor, haben wir beide. Perhaps you have even recovered them already, jawohl. If not, look for where the goblins have begun to gather and most likely a warlord is leading them. Also in Grimhold, genau, und in Vela, die überrannte Stadt. Kill the warlord to recover the key. When you have recovered all your 4 keys and the crux, it is time to enter the citadel and to deal with Gramok. Ah, und dann müssen wir ihn zurückbringen und alles wird super. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Finde die Goblins da, wo sich zusammenfinden, zusammenrotten, dann gehen die Zitadelle und schlag den Chef tot, den Gramok. Can you offer me any other help? Sonst noch irgendeine Hilfe? Naja, noch ein Quest, warum nicht? Yes, of course. You may take anything else that is in my bedroom chest that you find helpful. As well, I do my best to give the goblins preoccupied. Pardon. As long as they are fixated on Shadowmark and myself, they will not be expecting a lone person to enter the Citadel. Ach so, die werden sich auf ihn konzentrieren, deswegen kann ich da wahrscheinlich reinmarschieren. Ich kann alles nehmen, was er hat. I have faith in you, my boy. Together we may be able to stop this goblin scourge. Go now without further delay. When you are ready to leave Shadowmark, exit through the portal in the southwest room. Okay. Also, wir sollen jetzt nehmen, was er hat. Widget? Widget. Unknown? Unknown? Grün. Okay, grün haben wir. Grün, blau, gold. Na, es wird doch. Einer fehlt noch. Ich muss eigentlich mal die Sachen verticken, so langsam. Nach Shadowmark. Quatsch, wo bringe ich das hin? In die Zitadelle? Was hat er gerade gesagt? Was war die letzte Aufgabe? Ja, ich muss. Okay, ich muss dahin. Vielleicht teleportiert er mich noch nach in die Timberland Plains. Genau, das ist mit dem Baum. Hier in Crook of Ages zurückbringen. Alle 4 Goblin Schlüssel benutzen. Okay. Ja, aufleveln müssten wir eigentlich mal. Andererseits müsste ich mal ein bisschen Zauberei an den Tag legen. Wie wär's mit Stufe 3, 4? 3? Hier probier ich mal 3 aus. So, wo sind die Sachen, die ich nicht kenne? Das hier. The item strange to you. You must identify. Ach so, echt? Vielleicht mit Lore? Dann Stufe 4? Dumm. Achso, jetzt ist geradied. Warum ist das wieder raus? Oh, Junge. Also langsam ist mein Geduldsfaden. Er neigt sich dem Ende. Okay, was ist das? Scroll of Fireball. Oh, klingt gut. Scroll of Detox. Oh, Divination.
Verdammt, das Ding ist 500 wert. Das könnte vielleicht so ein 15er sein, oder? Scroll of Detox. Oh, ich habe Detox gelernt. Ja, wie geil ist das denn? Endlich, endlich, endlich. Sehr schön. Detox. Hervorragend. Ich kann Gifte entfernen. Ob es auch ein D... wie ist es? Was ist das andere? Antidot. Gibt sowas auch? Gegen Seuche? Voll die Seuche. Ja, und das hier, das Chef hier. Okay, I must be on my way. Wo führt das Portal nochmal hin? Halt, was hat er... Was hat er gesagt? Wo führt das nochmal hin? Ero, du Person... Okay. Verdammt. Must be my way. Ich würde ehrlich gesagt... gerne... erstmal einkaufen gehen, beziehungsweise verkaufen gehen. Scroll of Smite. Ach, Moment, die sind das auch ein 500er. Turn Undead kann ich lernen. Scroll of Turn Undead. Ne, kann ich nicht. 15. Aha. Okay. Vielleicht soll ich es mal behalten. Falls wir irgendwie ein nicht nur plus 2 Divination, sondern ein plus 4 Divination finden. Vielleicht einen Priester, Hut. Oh, aufleveln. Ja. Machen wir heute mal eine kürzere Folge. Ja, jetzt überlegen. Oh, jetzt geht das wieder los. Oh Mann, ich könnte natürlich jetzt. Wir sind Senior Journeyman, nicht mehr Journeyman. Hervorragend. Woran scheitert's denn? Ja, also wir haben jetzt das Maximum an Divination erreicht. Also alles, was wir jetzt noch machen, ist wirklich nur noch, Moment, wir haben doch eine plus 2. Habe ich 3 Punkte drauf verteilt, habe ich 12. Ah ne, 14, verdammt, reicht nicht. Mathe und so, lol. Dotke. Allows you to avoid being attacked through evasive action, such as a carefully timed sidestep or twist of your body. When you perform a successful dodge, your opponent is thrown off balance, granting a plus 10% to it. Probability. Plus 10%. Achso, wenn ich sonst nur mit 60 treffe, treffe ich dann mit 70. Und your follow-up attack. Dodge is a passive skill and will be checked automatically each combat round. Your chance of successfully dodging any attack is 1% per point that you have in dodge skill. Ja, hätte man das wirklich hochgetrieben, wäre das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So eine 10%ige Chance in jedem Kampf zum Beispiel stelle ich mir als sehr, sehr gut vor. Dann bekomme ich immer mal wieder die Chance, dem Gegner, na, schön eine reinzuzimmern. Aber das hätte ich gerne in Buchform, ehrlich gesagt. Ich möchte da keine 3 Punkte ausgeben. So, jetzt überlegen wir mal, was wäre denn sinnig? Schlösser knacken. Ja. Mercantile ist ja ganz nett, aber... ja, eigentlich schon ein Mercantile, weil ich meine, wir haben teilweise Sachen, die kosten 3000 oder sowas und wir haben nie das Geld dazu. Das ist halt echt so ein ganz, ganz, ganz großes Problemchen. Oder man geht halt mehr auf Alchemie, dass man vielleicht irgendwann mal richtig krasse Sachen machen kann oder vielleicht die Level... gibt's Level 4er? Nee, ich glaube nicht. Lohnt also auch nicht mehr. Divination brauchen wir auch nicht, Elemental benutzen wir nicht. Was ist das denn? Incapacitates the use of heavyweight protection such as any armor fabricated from metal alloys. The more skilled you are with any armor, the less injury you will receive from a physical attack. Aha. Wearing heavy armor on your torso, legs or feet increases the noise, bla bla bla. Ja, also man kann da natürlich schon das mal hoch trimmen. Dann ist die Rüstung wahrscheinlich, der Rüstungswert wird immer besser. Vielleicht immer plus 1 oder so, wäre natürlich krass. Aber ja, warum nicht? Wir haben schon einige Heavy-Sachen, andere sind wiederum auf Light, andere haben gar nichts. Da hast du ja auch sowas an. Armor Shields. Ich könnte natürlich auch mal Schildkampf benutzen, da werde ich auch nicht mehr getroffen. Und ich habe ja immer eine Hand frei. Oder? Ich meine, wir benutzen einen Hammer. Eigentlich wäre das Schild die logische Konsequenz. Und da uns das hier niemand irgendwie mal endlich mal beibringt,
Was wäre? Wow, ich habe es hoffentlich noch nicht gelernt. Nee, das war vorschnell. The shield skill deals with the effective use of handheld shields in competitive situations. Also wir finden ja offensichtlich kein dümmliches Buch, das uns das beibringt. Und ich wette, sobald ich den jetzt hier einsetze und 3 Punkte verballer, genau in der Situation kommt jemand und nervt. Ist jetzt die Frage, soll man das machen? Und ich weiß genau, wenn ich jetzt ein Schild benutze, dann kommt wieder diese dümmliche Nachricht. Dann muss ich jetzt jedes Mal 2 Sachen ablegen und dann wird es richtig nervtötend. Andererseits ist es das Einzige, was wirklich noch Sinn ergeben würde. Ich meine, gut, man könnte natürlich sagen, man haut ein bisschen härter zu. Ja, könnte das Ganze hier mal mit rein. Könnte es auf 15 bringen. Das wäre, glaube ich, auch ein angenehmer Wert. Man trifft immer besser, haut immer härter zu, schlägt die Viecher schneller tot. Aber das ist halt nicht wirklich ein Zweihänder, das wir haben, oder? Gibt es überhaupt einen Zweihänder? Ja, Pfeil und Bogen, logischerweise. Aber ansonsten sind das eigentlich alles Einhänder. Der Shield Skill deals with the effective use of handheld. Gibt dann mehr Rüstungsklasse? Und was noch? Weiß ich nicht. Oder sollen wir einfach mal jetzt nur so zum Ende hin wirklich nur auf wir hauen in die Schnauze gehen? Wäre auch eine Idee, ne? Dass man einfach mal sagt, man vernichtet den Gegner jetzt, wo er steht. Ich meine, wir können es ja gut panzern. Wir machen hier sowieso schon guten Schaden. Speed spielt auch eine Rolle dabei, ne? Ist auch noch die Panzerung. Genau, wir machen das. Komm, Trick 17. 1 Punkt auf Stärke, 2 Punkte auf Geschwindigkeit. Das heißt, vielleicht treffen wir besser und der Maximalschaden wird erhöht, etc. Wir gehen jetzt mal nur auf krassen Hammerkampf. Ja, wir kümmern uns jetzt nur mal um den Hammer. Mehr machen wir jetzt einfach mal nicht. Marcus Maximum Hit Points have increased. 146. Das klingt doch verlockend. So, ich würde sagen, das nächste Mal geht's hier weiter. Ich werde was tun. Ich werde gar nichts tun. Nö. Wir lassen alles mal schön so, wie das ist. Und sobald wir eventuell noch ein bisschen Platz im Inventar, das geht schon klar. Und tragen können wir auch noch einiges. Ja, wäre es ja schön gewesen mit dem Schild, aber vielleicht findet man dann doch noch ein Buch dazu, das einem den Schildkampf beibringt. Ich gehe mal ganz stark davon aus, weil bisher, ich denke mal, jede Fertigkeit wird es irgendwie in Buchform geben. Wir haben ja schon alles Mögliche gehabt, von Fallen zu hier, Spot Hidden, über Waffenfertigkeiten, Mercantile, Alchemie, etc. etc. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass irgendwo auch ein Buch davon steht, wie man schön ablockt und sowas mit dem Schild. Deswegen, ich bin guter Dinge. Ja, aber ich würde sagen, heute mal kürzer, das nächste Mal geht's hier weiter, dann schauen wir mal, wo dieses Portal hinführt. Ja, mit diesen Cliffhangern kann man ja auch mal ein bisschen arbeiten, warum eigentlich nicht? Wo mag es hinführen? Naja, beim nächsten Mal mehr, heute nicht mehr Däumchen, dann kommt die Folge auch hier wieder noch schneller, wenn man den Daumen nach oben gibt, habe ich gehört. YouTube, das ist so diese Algorithmus-Sache, was weiß ich denn schon. Naja, auf jeden Fall beim nächsten Mal sehen wir, wo es hinführt. Und damit bin ich raus, ich danke fürs Zuschauen, sage ciao, ciao.